Ja, sonst ist schon wieder fast kein Platz mehr. Sommerkleidung wird gerade gemacht. 2, 4, 6, 8, 9 sind wir, okay. Ja, wir müssen halt auch einfach mal schauen, dass das durchgeht, ne? Dass das alles mal einfach durchgeht. Und Mango, vielen lieben Dank für deine kleine Werbeunterbrechung. Dankeschön. Handelskarawane, okay, sehr schön. Boah, das läuft alles gerade. Oleg? Sevira forscht sogar. Nur kurz, aber immerhin. Keller fertig? Ist er fertig? Ja, wie gesagt, wir sollten die Arbeiten, die jetzt eben hier gemacht werden, auch mal durchaus durchführen. Weil mit allem, was hier fertig wird, eben auch die Grundlage dafür geschaffen wird, dass wir weiterbauen können. Also, dass die Leute auch mal wirklich sich um die wesentlichen Sachen kümmern, wie eben die Felder zum Beispiel auch. Ich meine, gut, da ist jetzt auch schon ganz gut soweit, aber ja. Dann schicken wir Spelti mal wieder zum Verhandeln. Okay. Wir wollen wieder ein bisschen Zeug haben. Also. Apfelbäume, ja, das machen wir selber. Dubioser Fusel haben wir. Alter. Ja, davon kann er mal ein paar haben. Wir haben sehr viel dubiosen Fusel. Eisenbarren haben wir auch viel. Eisenklumpen. Flachsamen. Fuchskadaver. Gerste hat er ein bisschen. Wir haben, glaube ich, ein Gerstenfeld, deswegen nehme ich das mal alles. Goldbarren behalte ich mal. Grober Wein. Honig. Essbar Kochmaterial Medizin. Finde ich geil. Boah, der hat Kalkstein-Ziegel, ne? Das ist mächtig. Boah, wir haben eine ausgezeichnete Kapuze sogar. Krass. Kohle haben wir über 2000. Kräuter. Ziegel.
Räucherfleisch vielleicht mal so 11 oder sowas. Wir müssen halt irgendwas hergeben, ne? Wir können halt nicht auf allem sitzen bleiben und sagen, ja, er kriegt halt nichts. Sondern wir müssen ihm halt auch was anbieten können, ja? Und das können wir halt auch, ja, müssen wir halt schauen, dass wir halt auch was haben. Da sind manchmal die Kleidungsstücke tatsächlich die beste Wahl. Weil das eine sehr solide Sache ist und unseren Lager einfach freiräumt. Üppige Mahlzeit. Und wir haben sehr viel Textil und werden dieses Jahr auch noch mehr bekommen. Also warum nicht mal die ganzen alten Klamotten wegpacken, damit unsere Siedler halt auch die Chance haben, bessere nochmal herzustellen wieder. So, okay, dann schauen wir mal, was wir ihm noch geben können, was ein bisschen Wert hat. Geben wir mal 10 Goldbarren. Ein Grillfleisch. Jetzt macht das schon. Aber ich will ein bisschen schauen, dass wir standingmäßig gut dastehen. Wir machen das mal so. Jetzt hat er natürlich auch einen Haufen Zeug von uns bekommen. Erde ist zu wenig wert dann auch. Das bringt immer 0,01 oder so. Das ist super wenig. Aber jetzt müssen wir halt auch im Lager ein bisschen wieder Platz kriegen, ne? So, hier können wir tatsächlich schon aufbauen. Und zwar hätte ich ganz gerne hier... ein Lager... alles entfernen. Hier kommen Münzen rein. Und dann kommen hier Stahlbarren, Eisenbarren, also Barren rein, ne? Goldbarren, Silberbarren. Okay, mechanische Komponenten können hier auch gelagert werden. Das ist gut. Das kann dann nämlich aus dem anderen Ding raus. Haben wir wieder ein bisschen Platz und Münzen brauchen hier auch nicht rein. So. Der Ton ist aber leise und der Sound vom Game ist zu laut, meinst du? Ist das so? Ist das heute so ein Thema? Oh ja, tatsächlich. Also bin ich sehr leise irgendwie heute. Bin ich jetzt ein bisschen... Ah, jetzt bin ich lauter. Okay. Ja, das ist wieder so eine... Ja, in den letzten Minuten. Das passiert immer mal wieder. Das Mischpult dreht sich dann automatisch quasi immer weiter runter. Ihr habt schon recht. Ja. Wenn ihr sowas merkt, einfach Bescheid sagen. Micha! Micha 73 HL schenkt 1 Subs. Vielen lieben Dank für einen verschenkten an Nullo im 5. Monat. Dankeschön. Gereifter Edelwein. Wow. Das ist gut. Vielleicht machen wir hier oben noch eine fermentierte Ecke hin. Dann müssen wir das auch nicht mehr hier lagern. Oder ich weiß tatsächlich nicht, ob das drin oder draußen lagern muss. Es wird fermentiert. Zersetzt sich nie. Freier Raum bescheiden. Info. Fermentiert. Können gären, wenn die Temperatur stimmt. Ressourcen, die gären, verwandeln sich in neue Ressourcen nach dem Fermentierungsprozess. Mhm. Okay. Micha, willkommen zurück.
Schön, dass du wieder da bist. Nun kommt das gute Zeug hier, aber hallo. Schau mal unsere Barren an. Komm, das machen wir hier oben auch. Wir packen hier oben die fermentierenden Sachen auch noch rein. Im Hochregal. Los, meine Zwerge, wir sind auf. Hallo, Balo! Hallo, Balo 81 schenkt 25 Subs. Vielen Dank! Hallo, Balo! 25 Subs? Ey. Vielen, 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 vielen Dank dir für 25 verschenkte Subs, ey. Dankeschön. Und bei dir bedanken dürfen sich Johnny im 8., Sir Merlin im 2., Dreifrag im 6., G. Nervt im 1., Tuli im 5., Henry im 1. Dankeschön. Vielen Dank. Folango schenkt 10 Subs. King Niri im 6., General Lion King im 2., Stocker im 1., Tufi im 1., Jonas im 2., R im 7., Marcello im 2., der Holländer im 5., Dark Gamer im 7., Barney im 3., Bayermann im 5., der Seppi im 4., Patronus im 5., Landon im 14., Luffmuff im 7., Markus 78 im 9., Benny Star im 2., Taymaster im 3. und Ju im 2. Monat. Bedanke mich vielmals bei Hallo Ballo und bei Folango bedanke ich mich schon mal erstmal für 10 verschenkte Subs. Und auch noch bei dir bedanken dürfen sich Mambo Matze im 1., der grüne Eisbär im 8., Midas im 7., El Payback im 3., Styler im 4., Leader im 2., Royal im 4., General Honigblume im 3., Zweistein im 2. und Schmidi im 1. Monat. Bedankt euch vielmals bei Folango. Zwerg verlängert seine Liebe. Markus! Punkt, schönen guten Abend, Zwerg und Chat, Zwerg an Herz. Ey, dir auch einen wunderhübschen. Zwerg an Herz, 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 Zwerg GT in Café. Ey, vielen lieben Dank, Markus der Franke, für 39 Monate im T2! Ui, doch schon. Entschuldigung? 11 Monate. Ihr rastet gerade komplett aus, kann es sein? Vielen Dank! Hallo? Sie schenkt 10 Subs. Pass mal auf, erstmal Markus, danke für 39 Monate im T2, das ist sau lieb von dir. Micha, wieder da und haut gleich einen Sub raus im 11. Monat. Schön, dass du wieder da bist. Schön und vielen lieben Dank, dass ich deinen Sub bekomme. Danke vielmals im 11. Monat, Micha. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir Burns mit 10 verschenkten Subs an die Community und zwar an Domi Davis. Im 2., Wiggles im 1., Finian im 9., Funbird im 8., Nirvita im 2., Falcon im 1., Damas im 1. Markus-Franke schenkt einen Sub ans Karafass. Quarksteichen im 3., Voltraum im 8. und Blue Eyes im 8. Markus der Franke, dankeschön für 10 verschenkte Markus Subs auch dir. Markus-Franke schenkt einen Sub an Morike 13. Ey, wird das jetzt. Okay. Jetzt werden. Markus hat es irgendwie wieder geschafft. Markus kriegt das aus irgendwie hin, den Bot zu knacken, jedes Mal. An Sebastian 431431. Markus kriegt das immer hin, den Bot zu schießen. Ich weiß nicht, wieso das funktioniert oder wie er das schafft, aber es schafft es jedes Mal. Dankeschön vielmals für 10 verschenkte. Markus, danke vielmals für so viel Support, auch all die Jahre schon und die ganze Zeit sowieso und überhaupt. Vielen Dank auch dir. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Nico 12199. Danke vielmals, ey. Oh, wir müssen Subgoal und so ne wieder. Eieiei. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an DRUSH 99. Und ich hoffe, jeder bedankt sich jetzt, wenn er hier ist und mitgekriegt hat, dass er einen Sub geschenkt bekommen hat. Ich hoffe, meine Lieben, ihr bedankt euch ausschweifend. Das wäre sehr lieb. Richard sagt gerade, Hype Train fährt auf Gleis 9 ein. Das ist absolut wunderbar. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Monster Chen 02. Ach, herrlich. Ein neuer
Ihr macht das wunderbar so, Leute. Ihr macht das alles wunderbar, ich sag's euch. Markus unterstrich der unterstrich Frankel schenkt einen Sub an Teufel 2011. 2011. Ein neuer Zwerg ist in der Welt. Markus unterstrich der unterstrich Frankel schenkt einen Sub an DR Jatze. Herrlich. Herrlich, Leute. So, jetzt müsste die Zusammenfassung kommen. Ja. Markus unterstrich der unterstrich Frankel schenkt 10 Subs. Dankeschön vielmals. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Punkt. Pass auf, Krawallo, dankeschön für 245 Biddies. Und Markus der Franke, dankeschön nochmal für 100 Biddies. Und hallo, Banno, dankeschön. Für 25 weitere Subs, Alter. Was ist nur los? Vielen Dank. Hallo, Balo 81. Dankeschön. 25 Subs. Außer Ausrufezeichen Hype kann ich nichts sagen. Und der, wer auch immer sich beschenkt und bereichert gefühlt, der darf sich gerne bei dem Schenkenden bedanken. Und zwar grundsätzlich immer, wenn ihr was geschenkt bekommt, dann sagt bitte Dankeschön. Das ist einfach nett. Und derjenige, der euch beschenkt hat, freut sich umso mehr. Deswegen gehört das einfach immer zum guten Ton, das auch zu tun. Und tun dürfen das Frosty im 8. Monat, Zaret im 3. Monat, Marcel im 2. Monat, Big Sushi im 12. Monat, Arkat Sinclair im 3. Monat, Retzk im 2. Monat, Centurius im 1. Monat, MC Silif im 3. Monat, Dirty Chin im 8. Chrissy the Duke im 15. Motsley im 7. Chrissy im 12. Knuddel Werner im 9. Major Stahl im 10. Karamba Karajo Kato im 1. Alf im 7. Fenox im 7. Karamell im 3. Antibite im 4. Herr Mayo im 3. Nussi van de Hüben im 7. Raphael im 20. Grommel im 1. Öckchenchen im 9. und Jan van Bass im 1. Monat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, Hype Train auf Level 11, ihr seid völlig irre. Ja? Und wir sind auf Level 5 und nähern uns jetzt Level 6 tatsächlich schon. Es ist völlig absurd. Was gibt's denn eigentlich auf Level 6? Ich hab da gar nicht hingeguckt, weil ich mir gedacht habe, naja, Level 5, wenn wir reichen, wäre voll geil. So. Ich habe das nicht mal angeschaut dann. Ich schau mal schnell im Discord rein. Achso, ich habe ja einen Discord auf einem anderen Bildschirm offen. Kommt der immer jedes Mal durcheinander. So, ich schau mal das Bild, was ich selber gepostet habe, an. Das ist irre! Ja! Warte mal, was ist denn da? Stehen da drin? Hype Chain Stufe 5. Das haben wir erreicht. Die Woom. Ah, genau, das war der Pixelbilderrahmen. Was ist in Stufe 6? Elgato Stream Deck Mini. Oh. Ja, also irgendeiner wird sich darüber von euch bestimmt freuen, wenn wir ein Elgato Stream Deck Mini verlosen. Respekt. So. Also wie gesagt, das Ding ist an der Sache, die ganzen Gewinne und so weiter, was ich da kriege, das verlose ich alles. Also je weiter wir diesen Hype-Challenge-Ding hochtreiben, heute im Laufe des Streams noch, desto mehr kann ich an die Community raushauen. Das wird alles, was ich kriege, wird verlost. Also ich behalte da gar nichts von. Das ist alles für euch. Wurde schon was verlost? Nee, erst wenn ich es habe. Ich verlose nur grundsätzlich Sachen, die hier liegen und die ich da habe und oder wo ich den Code dafür habe oder. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das bekomme, wie lange das dauert. Deswegen verlose ich davon erst alles dann, wenn es da ist und wenn ich das habe physisch, damit ich es nur noch zur Post bringen muss, weißt du? Oder halt per Mail oder per PN wegschicken muss. Weil ich weiß nicht, wie lange Twitch dann dafür braucht, um das zu übersenden. Und weil ich das nicht weiß, warte ich jetzt erstmal einfach ab. Ich gehe mal davon aus, dass du es halt irgendwann kriegst, aber wie lange das halt dauert, weiß ich nicht. Ja, wenn das dann losgeht, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Das wird vielleicht auch im Stream dann gesagt, dann, dass wir dann ab nächster Woche immer freitags eins von diesen Hype-Challenge-Sachen verlosen oder irgendwie so dann halt. Weißt du, Freitag ist ein dankbarer Tag für sowas. Das mache ich ja auch nicht alles auf einmal, sondern jede Woche dann ein Teil oder sowas. Daywalker!
Skywalker, ganz, ganz lieben Dank dir. Vielen lieben Dank, Daywalker, für 12 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Kirito ist heute 31 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank im Übrigen, meine Lieben, für Hype Train Level 10. Dankeschön für den Level 10 Erfolg. Vielen lieben Dank. So. Laufender Level 11, Richard. Es war der laufende Level 11. Das ist immer quasi das, was angezeigt wird, ist immer der laufende Teil. Das werde ich doch erst im November. Ach, das macht doch nichts, Gerido. Das ist halt jetzt im Frühling des Jahres 1355. Kaum hat man Twitch, stürzt die Twitch-App ab. Ey, weißt du was? Daywalker, dafür trotzdem nochmal ein Ausrufezeichen-Hype für dich. Ja, einfach nur vielen lieben Dank nochmal. Warum ist denn unsere Katze mit einem Wolfsrudel unterwegs? Ah, hier wird schon geerntet. Der erste Kohl kommt wieder rein. Sind alle nur noch am Saufen da drin. Seit wir Wein produzieren, sind alle nur noch am Saufen. Einsamer Reisender. Na gut, holen wir mal wieder ein bisschen Handelsware raus. Jetzt kommt wieder ein Haufen Rüben rein. Naja, Stimmung muss schon sein. Ja, Audi, das stimmt schon, ne? Also, aber es ist, ich habe manchmal den Eindruck, es geht relativ wenig so übrig bei uns. Luca ist derjenige, der den ganzen Bölkstoff hier besorgt. Stehe. Stefan schmeißt die, schwingt die Nadel hier. Hier ist sogar mal wieder Platz drin. Was ist hier? Essig? Ja, gut. Ist okay. Richard hat die Botanik jetzt auf 32 einfach. Die Ziegenarmee ist, ist total absolut unantastbar bei uns. Also kannst du machen, was du willst. Die, die sind einfach drüber. Einfach über, drüber, über alles. Punkt, guten Abend. Ey, Matze, dankeschön für den Resub in 5 Monaten. Einen wunderschönen guten Abend auch dir und dafür ein fetzen Ausrufezeichen Hype oder Ausrufezeichen S-Hype. Lasst euch alle feiern. Das ist das Mindeste. Was hier ziegenmäßig unterwegs ist, Wahnsinn. Karotten kommen auch frische rein. Wir bräuchten mal so einen richtigen Vollzeitkoch, der nichts anderes macht als den gesamten Tag kochen. Ohne den Ziegentransport wäre das unmöglich, ja. Das wäre gar nicht denkbar.
Also zumindest nicht in der Geschwindigkeit, weil die Leute können ja, die gehen ja immer nur runter, um unten das Saatgut zu holen und wieder hochzukommen und das oben auszubringen. Weil die Ziegen das auch so schnell abarbeiten, das runterbringen, dass sie noch nicht mal das Saatgut auf den Feldern gleich nutzen können wieder. Luca ist 27 geworden. Ja, und dann würden die das gar nicht so schnell schaffen, weil dann müssten die ja quasi das irgendwann auch nach unten verräumen, dann wieder weiter anbauen, wieder runterräumen und so weiter. Die wären dann permanent quasi an fünf Ecken andersweitig beschäftigt. Und das ist natürlich dann schwierig. Ich finde, es schaut schön aus. Außerdem ist es ein bisschen überdacht für unsere Siedlers. Ja, wenn die hier arbeiten, dann stehen die nicht in der prallen Sonne. Und im Winter schneit es nicht direkt drauf. Es regnet auch nicht direkt auf die Betriebsstätten drauf. Das finde ich auch gut. Luftig ist aber trotzdem. Dass sie nicht im Qualm stehen müssen. Ich finde das angenehm so. Schöne Außenwerkstatt. Ein guter von siehst du jetzt aktuell noch nichts, ne? Aber bald. Soon TM. Runkelrüben 410 einfach, weißt du? Für immer Runkelrübe. Ja, ist halt jetzt Frühlingszeit, na, hier geht eigentlich alle hocken gerade auf den Feldern mehr oder weniger rum. Keiner kümmert sich jetzt gerade um Bautätigkeiten. Aber es ist aber auch die Priorität tatsächlich. Also es ist halt jetzt, wir haben halt nur den Sommer und den müssen wir halt nutzen. Oder die gute Wetterlage, die müssen wir halt einfach abnutzen, solange sie existiert. Und müssen damit dann halt eben in den schlechten Monaten rumkommen. Und deswegen ist Gartenarbeit tatsächlich für uns jetzt absolut oberste Bürgerpflicht tatsächlich. Die Felder zu bestellen ist eine Sache. Wenn jetzt so viele darauf arbeiten, dann sollte das auch eigentlich dann irgendwann mal so ein Zwischenteil kommen. Wo eben alles läuft gerade. Aber wir werden sehen jetzt. Wie gesagt, Servierer kümmert sich ja ausgesprochen gut darum. Also das klappt dann schon, ne? Aber ich würd mir wünschen, dass hier am Tor ein bisschen weitergeht. Das wäre schon sehr cool. Stefan hat seine Schmiedefähigkeit auf 17 hochgeskillt. Das ist halt auch wild. Ja, hier wird gut fermentiert. Je wärmer, desto besser halt einfach, ne?
Können wir hier noch irgendwas anders machen?